Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen extrem großen Haul für euch. Habt ihr an der Videolänge ja schon gesehen. Und wenn du Bock drauf hast, den Haul reinzuziehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich habe alles, nicht alles, fast alles selber gekauft. Ein Teil habe ich zugeschickt bekommen, deswegen gibt es ja auch gleich eine kleine Verlosung für euch. Und ja, also sowohl aus der Drogerie als auch aus dem High-End-Bereich. Und ich gehe das Ganze alphabetisch durch, habe euch Timestamps reingesetzt und ganz viel in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich starte auch mit ein bisschen Zuschauerpost, weil das alphabetisch sogar auch an den Anfang passt. Da habe ich ein süßes Kärtchen bekommen. Ein Wort, das von Herzen kommt, macht dich drei Winter warm. Das ist ein Zitat wohl aus China, was ich ganz süß finde. Da hat sie mir ganz viel auch geschrieben und das finde ich einfach super, super lieb. Sie hatte mich angeschrieben, dass sie den Look Fantastic Adventskalender gehabt hätte und mit dem Wimpernserum halt gar nichts anfangen könnte, weil sie das nicht benutzen darf und ich verwende es halt. Ne? Das ist das Grande Lash und ich bin ihr extrem dankbar dafür, weil ich das natürlich auch sehr intensiv verwende. Also vielen, vielen Dank, liebe Alex. Das ist so lieb von dir. Das ist mein liebstes Wimpernserum. Ich liebe es. Ich schaue mal, ob ich das jetzt irgendwie günstig irgendwo finde. Dann verlinke ich euch das Set auch in der Infobox oder das einzelne. Das gibt es mal bei Lookfantastic super günstig. Das gab es letztens bei Sephora auch mega günstig im Set. Also macht wirklich krasse Wimpern. Das ist halt mit Hormonen, deswegen verträgt das nicht jeder. Bei mir funktioniert das halt super. Ich habe da auch keine Probleme mit verfärbten Augen, hier Augenlid oder sonst irgendwas. Und ja, da bin ich sehr dankbar. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Das war echt cool. Und die liebe Corinne hat gesehen, dass ich auf dieses Riva Loves Me mit Maxim Spray so abgefahren bin und hat mir gesagt, Mensch, ne, sie bräuchte es so nicht und ob sie mir das schicken könnte und dann, das hatte sie im Stream gefragt, bei Instagram, im Livestream und dann hatten wir gar nicht weiter geschrieben, weil ich gesagt habe, du, der Versand, der ist viel zu hoch dafür, ne, als dass du das, als dass sich das lohnt, also musst du nicht machen und dann hat sie es mir dann doch geschickt, also mega cool, das ist wirklich aus 2023 mein liebstes Setting und Fixing Spray, weil das macht ein ganz schönes Dewy Finish und ist so, so schön, also da auch von Herzen vielen, vielen Dank, liebe Corinne. Das war echt cool. Habe ich mich echt drüber gefreut, als ich dann auch das Paket bekommen habe. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich es wieder hier habe, weil das wird ratzefatz auch verwendet und aufgebraucht. Also, Dankeschön. Und jetzt machen wir mal weiter mit DM. Ja, das müsste ja auch alphabetisch gesehen jetzt als nächstes kommen. Und ja, da gibt es online auch schon die neue Limited Edition, das neue Catrice-Sortiment. Das gibt es aber auch schon im Laden teilweise. Ich habe mir jetzt die Lidschattenpalette Safari Fever bestellt, weil ich euch ja auch andere Produkte in meinem Austestvideo gezeigt habe. Ich habe mir aber noch nicht die Lidschattenpalette bestellt. Das habe ich jetzt gemacht und ich bin sehr gespannt drauf. Die ist so grün-braun und ein bisschen orange ist mit dabei. Also es müssten, also sehr erdige Töne, es müssten auch wirklich meine Töne sein, die sehr gut bei mir funktionieren werden. Ich hoffe, dass die Palette dann auch entsprechend performt. Mal gucken. Also werde ich entweder schon ausgetestet haben oder mit euch noch austesten. Ja, die haben das so ein bisschen verändert, sodass die Verpackung jetzt etwas günstiger geworden ist, ja, weil wahrscheinlich alles im Leben teurer wird und dann auch Catrice ein bisschen einsparen musste. Was mich mega happy gemacht hat, ist, dass ich gesehen habe, dass NYX auch neue Produkte rausgebracht hat. Und da habe ich hier einmal das Duck Plump Produkt. Das ist so ein, ja, Lippenöl, Lipgloss, weiß ich nicht. Habe ich in der Farbe Nude Swings 03 mir mal bestellt. Das schaut so aus und ich kann das jetzt ja mal drauf machen. Mache ich mir mal eben den Lipgloss ab. Zack. Und dann können wir mal schauen, wie der so auf den Lippen ist. Ich habe jetzt ja allerhand in letzter Zeit auch neu getestet. Und da waren auch viele Plumping-Sachen dabei, wo ich echt gedacht habe, mir fällt der Mund ab. Das ist der Wahnsinn. Naja, hier habe ich ein relativ festes Produkt an dem Applikator. Ne? Das riecht mentholig. Das ist wirklich sehr, sehr dick, ne? Interessant, sehr deckend. Mhm. Hat so was Süßes, aber gleichzeitig auch mentholig. Nein. Bist du plumping? Im Sinne von Chili? Oh, bitte nicht. Was habt ihr nur alle gerade damit? Stand das irgendwo? Ich habe es nirgendwo gelesen. Extreme Sensation steht hier drauf. High Pigment, Plumping, Gloss Plumping. Okay. Do not use on chapped, damaged or sensitive lips. Oh. Ja, weil das auch
heiß wird. Oh nein, ich merk's gerade. Hochpigmentierter Lipgloss. Aber hier steht nicht, dass du scharf bist, Schätzelein. Duck Plump, ich hab's eben vorgelesen. Aber ich hätte eher gedacht, dass es so mit Menthol oder sowas ist. Eine wirklich schöne Farbe. Und klar, im Winter macht es Sinn, dieses Plumping dann vielleicht auch mit diesem Chili-Gedönsen zu machen. Hat wirklich eine ähnliche Farbe zu dem, den ich auch in meinem Project Pen habe, den ich vorher drauf hatte, ne? Den gibt es nämlich so nicht mehr. Muss ich mal gucken jetzt über die Zeit, wie sich das verhält. Feiere ich jetzt ad hoc gerade nicht. Dann habe ich noch zwei Concealer entdeckt, die jetzt neu von NYX waren. Die, hier geblieben. Pro Fix Stick Correcting Concealer. Und da habe ich mir zwei Farben bestellt. Da steht hier irgendwie, stehst du da, Pink und Fair. Die beiden habe ich mir bestellt und ich habe mir gedacht, ich kann beide ja gut gebrauchen. Den zum Color Correcten und den halt zum Abdecken. Und dann können wir jetzt ja auch mal swatchen. Das sind so Stick Concealer, ne? Okay, sehr, sehr deckend natürlich, wenn man den so direkt aufträgt. Das ist fair, das ist sehr, sehr hell, was ich persönlich gut finde. Und dann Pink daneben. Werde ich auf jeden Fall auch noch in einem Schminki ausprobieren, wie das natürlich im Gesicht ist. Den kann man dann wahrscheinlich als unten drunter gegen Augenschatten auch ganz gut verwenden. Ne? So schauen die beiden aus. Und ich finde sie jetzt schon mal sehr, sehr charmant. Muss ich wirklich sagen. Sehr cremig. Finde ich gut. Macht sich auch ganz gut jetzt auf meiner Handhaut. Klar, unter den Augen wirkt es noch ein bisschen anders, weil da habe ich auch andere Hauttextur, wird aber sehr, sehr matt, ne? Also sehr trocken, aber auch sehr, sehr deckend. Man sieht ja auch, dass so ein bisschen meine Äderchen mit abgedeckt werden und auch wenn ich den verteile, also alle beide, sieht man die noch. Das ist schon cool. Also die werden auf jeden Fall dann auch in einem Schminke getestet. Dann habe ich hier von NYX das, ja, das fand ich auch interessant, Slick Click. Oh, da muss man aufpassen, weil dann kannst du es nicht wieder zurückdrehen. Das ist ein Shiny Lip Balm Fat Oil. Diese Fat Oils kennen wir ja. Aber hier hat NYX jetzt etwas rausgebracht, dass du das als Stick hast. Ja, da, ich weiß gar nicht, Make-up bei Mario hat es ja auch irgendwie mit drin, ne? Ich habe die Farbe That's Major. Und das könnte ich jetzt ja auch mal, oh, ich hätte es gerne ja so auf die Lippen gemacht. Genau, du musst hier hinten drücken. Dann kommt das ganz langsam raus. Das ist aber auch bewusst so, weil das mit Hautkontakt dann wirklich direkt zu diesem Lippenöl wird. Und das verschmiert dir ein bisschen natürlich auch das Produkt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und so schaut das aus und das finde ich wunderschön. Ich glaube, das möchte ich mir jetzt auch lieber auf die Lippen machen. Also das hier, ich kann das drauf haben. Das ist jetzt nicht so schlimm wie das von Bad Cosmetics oder wie von Maybelline, diese Lifter Plump Geschichten. Das geht jetzt tatsächlich ein bisschen mehr klar. Kann ich jetzt auch dieses Ding nehmen. Ja, hat natürlich auch eine Deckkraft mit dabei, ne? Aber ich finde es nicht ganz so angenehm. Also für mich ist das nicht unbedingt was, muss ich ehrlich sagen. Make-up soll Spaß machen und nicht wehtun, ne? Wobei es ja nicht wehtut, aber fühlt sich schon etwas unangenehm an. Jetzt mache ich mit denen mal auf die Lippen. Eine Wohltat. Also die Farbe ist natürlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das auch so einen Hauch Mauve mit bei hat. Finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Doch, also ich glaube auch für unterwegs ist das eine ganz schöne Sache, ne? Weil du dir das mal eben so drauf machen kannst, ohne jetzt großen Spiegel haben zu müssen. Hat schon Farbe, aber es gibt es ja auch in zig unterschiedlichen Farben. Das mag ich. Also das klebt auch nicht oder so. Zieht null Fäden, ist super angenehm. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Das kann ich auch empfehlen. Dann habe ich noch zwei Lip Liner mir bestellt. Und zwar einmal Line Loud Lip Pencil in der Farbe Global Citizen. Das ist so ein klassischer Nude-Ton. Ja, das ne, werde ich dann jetzt demnächst mal kombinieren. Und auch nochmal ein Line Loud Lip Pencil in der Farbe Born to Hustle. Ja, das ist auch eine sehr, sehr coole Farbe. Auch ein eher ja, roséfarbenes Nude-Tönchen. Dann habe ich mir bei DM auch hier diesen Hydro and Gripping Primer bestellt. Den hatte ich mal irgendwo auch letztens in so einem Favoriten-Video gesehen, aber Favoriten der Community. Fand ich sehr interessant, kannte ich nämlich vorher noch nicht. Mit Hyaluron, Niacinamiden und Vitamin B5, das Provitamin B5. Schaut so aus und wird auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass Trend & Up auch immer mehr so in den Hintergrund rückt, weil eigentlich waren die ja auch mal irgendwie viel präsenter, aber jetzt mittlerweile, du hörst ja immer weniger was davon, ne? Das ist schon schade.
Ja, dann mussten natürlich auch noch so Klassiker mit, die man einfach braucht, also Klopapier. Wir hatten letztens eine Klopapierknappheit hier, deswegen bin ich etwas eskaliert. Und es gab zwei Limited Editions. Das ist einmal hier mit diesem Bärchen drauf, finde ich ganz süß. Nur von sanft und sicher kann man machen, aber du hast halt diese Bärchen, ja, du hast hier so ein paar Vögelchen drauf. Doch, du hast es auch auf dem Klopapier. Na gut, auch mal so Bärchen. Doch, doch. Hatte ich nämlich erst befürchtet, weil manchmal hast du es wirklich nur auf der Umverpackung. So ist es nämlich bei diesen hier der Fall. Da ist einfach die Limited Edition 4 Lagen. Vielleicht ist es immer bei diesem 4-lagigen, weiß ich gar nicht, dass du halt nur dieses Design auf der Umverpackung hast. Denn das Klopapier selber ist einfach nur so mit so ein paar Rauten. Das ist jetzt nichts Krasses. Ne? Aber es ist Klopapier, wir können es gebrauchen, wir brauchen es generell. Und dann habe ich mir noch zwei Raumdüfte mitgenommen, die waren, glaube ich, neu. Und ja, einmal habe ich mir mitgenommen Sommerliebe mit Duft nach frischer Waldluft. Sowas liebe ich ja. Und sowas ist halt was für uns im Badezimmer oder auch so in der Küche. Ja, das riecht halt einfach so ein bisschen grasig, nicht grasig, waldig, grün, mag ich. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Wasserlilie und Limette. Das ist dieses hier. Das ist dann wahrscheinlich eher was für das Badezimmer, ne? Ja, das riecht auch einfach sehr frisch. Genau, das hat auch wirklich so ein bisschen dieses Wasserlilie, ein bisschen was cremig, blumiges, mag ich sehr gerne. Ja, so viel zu DM. Dann gehe ich mal jetzt weiter zu Douglas. Da habe ich auch ein bisschen was bestellt. Da habe ich mich auch in mancher Hinsicht anfixen lassen. Das hier fand ich einfach nur hübsch. Love, Liberté, Do Not Interrupt von L'Oreal habe ich mir einen Lippenstift gekauft und ich mag gerne die L'Oreal Lippenstifte. Die haben eine tolle Textur. Maison Marais ist, glaube ich, generell die 125 so eine Farbe, die L'Oreal hat. Und das hier war jetzt so eine Limited Edition, ich glaube zum Valentinstag. Das heißt, es ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem. Und da sind halt so Herzchen drauf, ne? Und das ist so ein richtig wunderschöner Weihnachtsrotton, was ich halt immer großartig finde. Und die ich dann in der, so ab Sommer, in der Adventskalenderzeit ganz gut verwende. Auch von L'Oreal, weil ich demnächst ein Fullface L'Oreal schminken wollte, habe ich hier das Infallible Mattifying Setting Spray. Bin ich sehr gespannt, wie das so auf meinem Gesicht sein wird. 100 ml sind hier drin. Ich hoffe, dass es nicht allzu mattierend sein wird. Aber L'Oreal hat gar nicht so wirklich viele verschiedene Setting Sprays, ne? Ist ein bisschen schade. Dann, da habe ich mich aber anfixen lassen. Ja, man darf halt nicht so viele von diesen Favoritenvideos gucken. Ich glaube, Jenny von Jenny's Highlights war das. Die hat die Ambient Soft Glow Foundation von Hourglass nämlich mit vorgestellt und oh mein Gott, 1.5 ist hier die Farbnuance. Wenn die Frau was vorstellt, dem verfalle ich immer so schnell, ne? Und ja, ich hatte auch schon mal von Hourglass eine Foundation, die war aber so dermaßen matt, da kam ich nicht mit klar und die war auch sehr, sehr dunkel, hell und die hier ist halt wirklich, ich glaube, echt mein Perfect Match, ne? Die muss ich demnächst halt auch nochmal in einem Fullface-Schminki mit euch zusammen ausprobieren, wie die so sein wird und eine Hourglass Foundation, Leute. Immerhin sind hier 30 ml drin, das ist schon mal charmant. Dann habe ich dieses Schätzelein gesehen und da habe ich mir gedacht, wir können Freunde werden. Von L'Oreal Paris in dieser Age Perfect Reihe gibt es ein Brow Definition in der Farbe 02 Ash Blond. Und ich glaube, das ist wirklich meine Farbe. Ich suche ja immer wieder nach guten Augenbrauenfarben für mich und es fällt mir wirklich nicht schwer, weil ich bin von Natur aus blond, ich bin nicht gefärbt. Dementsprechend ist das Ganze dann halt auch vielleicht ein bisschen aschiger und ne, das, da muss man halt immer gucken. Und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann. Muss ich mal gucken. Ja. Wie der so mit mir arbeitet. Dann habe ich gesehen, dass Physicians Formula so einen Butter Glow Concealer rausgebracht hat. Hier steht neu drauf. Also ich habe den auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Du hast ja nämlich irgendwie auch ein Schwämmchen mit dabei, um das einzuarbeiten. Würde ich wahrscheinlich eher weniger verwenden, weil das ein bisschen schwierig ist, da auch das Schwämmchen nachher sauber zu machen. Light to Medium. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir zusammen funktionieren. So schaut der aus. Und ja, auch Physicians Formula ist eine Marke, die war mal super präsent, dadurch, dass sie ja auch im Rossmann vertreten war. Mittlerweile geht sie ja immer wieder, von wo auch immer sie auftaucht, wieder weg, was ich ein bisschen schade finde. Aber naja, den wollte ich mir mal angucken. Dann von Wake Up Cosmetics Milano, genau, ich wollte hier, glaube ich, sogar einen Fullface Douglas schminken. Kann das wohl sein, dass ich mir das überlegt habe? Möglich. Habe ich hier Fix and Care Brow Gel mit 7 ml. Ich wurde nämlich auch gebeten, mal demnächst wieder etwas mehr Augenbrauengele mir anzuschauen. Und das mache ich natürlich ganz gerne. Und das war auch eine Marke, die mir gar nicht so auf dem Schirm war. Und da gucke ich auch gerne mal links und rechts, was es so gibt und welche Marken andere Shops auch so führen. Und das ist ja, dort zu finden. Ne? Mal gucken. Hat einfach so ein kleines Applikatorspoli-Ding.
bin ich gespannt drauf. Genau, lege ich mir wirklich mal zur Seite, weil ich glaube, da kann ich ein Fullface von schminken, dass ich euch da einfach mal mitnehme. Dann habe ich mir auch von Flora Mar, das habe ich gesehen bei Maxim Giacomo, das Illuminating Powder. Das könnte, ja, das ist ein Highlighter. Und ich habe den in der Farbe Illuminating Powder, nein, Morning Star, genau, so schaut es aus. Und ja, das kann auf jeden Fall schön sein. Flora Mar, das hat man auch damals öfters wohl mal gehört, aber ich habe da auch nie, glaube ich, was von ausgetestet. Oder war das mal irgendwo in Boxen drin oder so? Also es war jetzt nicht super günstig, dass ich sagen würde, ja, das ist halt irgendwie eine Drogeriemarke oder so. Ich kann das ja mal swatchen. Gehe ich da mal komplett durch. Erinnert mich tatsächlich von dem Pfännchen total an Love, oder? Keine Ahnung. Ist jetzt hier erstmal so weiß. Oh, uiuiui. Das ist aber ein Highlighter, du. Das ist ein schöner Highlighter. Das ist wirklich hübsch. Ne? In der Handinnenfläche sieht man das meistens ein bisschen besser, wenn das dann auch verrieben wird, weil du dann auch mehr die Pigmente sehen kannst. Das gefällt mir. Dann von, da wollte ich ein Video zu drehen. Ich bin ja aber drauf. Dann habe ich aber zwei Highlighter und zwei Concealer. Ja gut, ich habe ja auch immer zwei Seiten. Egal. Mineral Cosmetics Young Blood Pressed Mineral Blush mit 3 Gramm mir bestellt. Und das ist die Farbe Blossom. Ja, die Umverpackung sieht jetzt relativ langweilig aus. Die war recht neu dort und ich habe die immer bei den Neuheiten gesehen und mir gedacht, ja gut, vielleicht, ne? Hätte aber anhand des Preises gedacht, dass das vielleicht etwas größer wäre. Da hätte ich mir angucken sollen, wie viel Gramm da drin enthalten sind, weil 3 Gramm sind 3 Gramm halt, ne? Ist aber eine wunderschöne Farbe. Nichts, was ich nicht vielleicht schon in meiner Sammlung drin hätte, aber das könnte auf jeden Fall schön passen. Ist sehr zart und dann werden wir mal in einem Fullface ausprobieren, wie das dann auch auf dem Gesicht funktioniert. Hier nochmal von L'Oreal Light from Paradise Icoconic Glow. Ich meine, dass ich den schon mal hatte, aber mittlerweile bin ich ja auch, was meine Empfindung für Highlighter angeht, ein bisschen anders, sodass ich da auch gerne dieses Glow from Below und dieses Zarte mag. Ich glaube, der kam damals auch raus in der Zeit, wo Highlighter noch ein bisschen knalliger angesagt waren. Und da fand ich den nicht so bombastisch. Muss ich nochmal ausprobieren. Dann habe ich mir auch von L'Oreal nochmal den True Match Concealer mitgekauft. Ich hoffe, dass die Farbe passt. 1RC Rose Ivory. Ja, sieht auch relativ dunkel aus. Da muss ich mal gucken. Wie gesagt, das wird dann alles wird getestet. Oh mein Gott. Ja, und dann habe ich gesehen, dass es hier von Prada was gab. Und das wollte ich mir dann einfach mal gönnen. Ne? Manchmal hat man das ja irgendwie. Monochrome B02 Durable Weightless Lip Color. Und das war irgendwie reduziert. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, Prada, Leute, ne? Ja, jetzt hat sie was von Prada und fühlt sich damit edel. Ja, genau, so schaut das aus. Und das ist halt so ein ganz schöner Nude-Ton, der unglaublich riecht. Gott, bist du parfümiert. Oh mein Gott, ich glaube, das wird krass werden. Ja, fancy. Yay. Oh, manchmal habe ich auch echt einen Lattenschuss, ne? Aber das brauchte ich irgendwie an dem Tag scheinbar. Dann habe ich mir auch noch was mitgenommen, also gekauft, weil ich halt irgendwie dachte, so, hä, ist der jetzt neu? Ich habe den vorher noch nicht gesehen und ich glaube, der stand auch bei den Neuheiten. Maxi Bronzing Powder in der Farbe 010 Light Bronze. Gab es den vorher schon mal? Der ist irgendwie mit Vitamin E. Frag mich. Keine Ahnung, der sieht wundervoll aus. Hat auch so was Aschiges mit dabei. Denn ich hatte auch geguckt, es gibt so wenig neue Bronzer, Leute. Klar, Winter und so, dann werden die nicht so gedroppt. Aber ich habe irgendwie nach Bronzern gesucht und sie nicht wirklich gefunden und fand das irgendwie merkwürdig. Nun, so schaut der auf jeden Fall aus und ich glaube, der kann was, ne? Also sieht auf jeden Fall, ich mag Catrice Bronzer. Das ist eine Bratpfanne in Wabenform. Aber hier steht jetzt auch nicht drauf, dass es eine Limited Edition wäre oder so. Keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwie noch irgendwo Produkte gefunden. 17,8 Gramm. Ja. Okay. Dann habe ich bestellt bei meiner wundervollen Kollegin Ella Nilo. Die hat ja, also Özlem, die hat ja den Ella Nilo Shop.
Und da habe ich mir auf jeden Fall nachbestellt, mein Augenbrauen- und Wimpernserum. Ich mache das ja so, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt, dass ich mir solche Wimpernseren dann immer erst quasi für 2 Monate ungefähr auch auf den Wimpern auftrage. Und dann lasse ich die hochwandern zu meinen Augenbrauen, weil ansonsten mag ich das nicht so gerne, dass es so lange dann an meinen Schleimhäuten so dran ist. Ja, hier habe ich das Lash Lim für traumhaft schöne Wimpern und Augenbrauen drin. Und das ist wirklich gut, das mag ich. Also das ist vor allem auch für meine Augenbrauen sehr, sehr gut. Und ja. Hier habe ich auch noch die Verpackung mit diesem wunderschönen Krönchen. Es ist wundervoll und ich mag es sehr, sehr gerne und kann euch das wirklich empfehlen. Und ja, das macht auf jeden Fall was. Ne? Also das macht auch was her. Ich mag das sehr gerne. Ich habe das auch schon Freunden empfohlen und so. Definitiv ein cooles Produkt. Dann hat sie jetzt was Neues auch mit dem Shop. Anfeuchten, ausdrücken, loslegen. Eure Özlem. Das ist der Blend Lem. Und den wollte ich auch mal ausprobieren. Das ist ja ein kleines Schwämmchen. Was hier drin ist, in rosa. Das steht bei Ella Nelo drauf und der fühlt sich richtig schön weich an. Also das hat die, hat sie schön gemacht. Und ja, den wollte ich mal ausprobieren. Ich habe mir die Sachen selber gekauft, also das ist jetzt nicht irgendwie Kooperation oder so, ne? Das ist einfach Support, ist kein Mord. Und dann gab es auch noch mit dazu 2 Toffees, die werden gleich genascht. Dann bekommt man noch eine kleine Autogrammkarte mit dazu, was ich richtig, richtig cool finde, ne? Ist echt eine nice Kiste. Und dann hier nochmal die Social-Media-Kanäle verlinkt. Finde ich klasse. Also das ist, hat sie richtig schön gemacht und da bestellt man natürlich auch gerne. Als nächstes komme ich zu einem Kooperationspartner von mir und zwar zu Lookfantastic. Da habt ihr auch schon das Schminki zugesehen zu den Produkten, aber ich habe noch ein bisschen mehr bestellt. Nicht nur das, was ich euch in dem Schminkvideo gezeigt habe, sondern auch für dieses Video. Das muss ich aber erstmal freibuddeln. Von Revolution ist es nämlich der Beam Bright Silk Touch Highlighter und in der Farbe Pink Seduction, das ist dieser hier. Und Revolution kann eigentlich richtig gute Highlighter und ich war jetzt einfach mal sehr gespannt, wie das jetzt so ist, wie die jetzt mittlerweile Highlighter können. Ja, ist halt wirklich so ein rosanes Ding. Ich kann den ja mal swatchen. Der basht und ist halt wirklich rosa. Ne? Also das ist jetzt nicht nur ein Hauch von. Wow, das ist richtig krass. Schön gemacht, Claudi, aber mache ich hier mal. Wow, das ist ein Blushleiter. Den swatche ich dann hier mal auf meiner Daumenseite. Uiuiui. Der ist schön, ne? Also der hat wirklich auch einen schönen Glow, aber der ist für mich zu rosa und zu dunkel. Schade. Und der hat auch so Goldschimmer mit drin. Das ist quasi Roségold. Aber der wäre für mich zu dunkel. Den würde ich in meinem Gesicht sehen. Oh mein Gott, aber der ist richtig schön seidig. Schön finde ich den auf jeden Fall, aber leider nicht meine Farbe. Oh Mann. Ja, schade. Schön. Wird trotzdem ausprobiert. Dann habe ich, und das habe ich euch im Schminke gezeigt, eine neue Mega-Mascara gefunden. In den Kommentaren wurde geschrieben, hey, könnte das nicht sein, dass die so ein bisschen inspiriert ist von der Max Deck Mascara? Möglicherweise. Die ist auch gar nicht mal so günstig. Von L'Oreal diese Panorama-Mascara. Oh mein Gott, Leute, ist die wundervoll. Ich habe jetzt mittlerweile auch gesehen, dass die in den Drogerien eingezogen ist, also dass man die auch dort kaufen kann. Und ja, die ist mit 15 Euro echt nicht günstig, aber ja, dieses Bürstchen ist halt wirklich so ein Gummibürstchen, was auch so, ja, diese, ne, man kennt es halt. Und die ist auf den Wimpern der Hammer. Ihr habt im Schminke gesehen, das geht ab wie ein Zäpfchen. Und ich finde die großartig. Dann habe ich hier auch noch von Rimmel London den Multitasker Better Than Filters. Das ist ein Primer, Highlighter und Glow Booster. Ich habe den in 001 Fair und finde den wundervoll. Den kann man sich definitiv mal anschauen. Ich habe den auch wirklich einfach nur als Primer verwendet. Man kann den auch als subtiler Highlighter verwenden oder in eine Foundation mit reinmischen, wenn man eine Foundation etwas mehr glowy machen möchte. Den mochte ich. Hat auch so ein großes Füßchen mit dabei. Auch das ein inspiriertes Produkt, würde ich mal so sagen. Diese Foundation inspiriert wahrscheinlich andere dazu, etwas zu tun. Future Skin Oil Free Gel Foundation in der Farbe Alabaster. Das ist mal ein Klopper vom Preis her, ne? Das ist richtig krass. Aber sie ist auch wirklich schön auf der Haut. Ich mochte die oder mag sie sehr, sehr gerne und bin einfach froh, durch die Kooperation eben dieses Produkt austesten zu dürfen. Ich hatte auch in dem Video die Sura Foundation getestet, die habe ich selber gekauft und konnte die auch mal günstig bekommen. Ich verlinke euch auch diese Chantecaille Foundation mal, wenn ihr möchtet. Ihr könnt bei Lookfantastic mit Claudi Welt immer sparen und bekommt da den maximalen Rabatt. Solltet ihr über die Links in meiner Infobox bestellen, bekomme ich da auch eine kleine Provision. Der Code ist nur für euch, ne? Und ich mochte die oder mag die sehr, sehr gerne. Und in dem Schminki hat sie mir auch richtig gut gefallen.
Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills das Brow Freeze Gel, was auch eine Inspiration ist von einem anderen Produkt. Und das werden wir gleich auch am Füßchen sehen. Und das ist gut, aber es ist sehr, sehr, man muss es kennenlernen. Also es ist sehr, sehr haltbar. Ne? Also es tackert auch die Augenbrauen fest, wie auch das Inspirationsprodukt dazu. Hier finde ich in Relation zum Original, dass die Textur sehr schwierig ist. Ich glaube, da muss man sich wirklich ein bisschen rantasten. Ich habe es danach auch noch ein paar Mal verwendet. Es ist so, dass du wirklich, wenn du es aufträgst, sehr schnell sein musst, weil das auch ein bisschen zähflüssig ist. Es zieht ein bisschen Fäden und so. Und da muss man einfach aufpassen, dass einem die Augenbrauen nicht zu sehr verkleben und man nicht zu viel Produkt aufträgt. Als ich das halt an meiner ersten Augenbraue gemacht habe, war das so uiuiui. Aber die zweite lief schon mal viel besser. Das ist sowieso meine nette Augenbraue und das ist die gemeine Augenbraue gefühlt bei mir. Und also ich werde es weiter verwenden, weil ich es gerne mag und das löst auch tatsächlich das alte Augenbrauengel ab, was ich noch da habe von Anastasia Beverly Hills, weil das hier einfach viel, viel haltbarer ist und mir besser gefällt. Jetzt kommen wir zu dem, was ich verlose und zwar habe ich mir hier dieses Set bestellt. Ich möchte das aber gerne an einen von euch weitergeben, weil ich glaube, damit mache ich sicherlich jemanden glücklich. Das ist nämlich von Sol de Janeiro die Bomdia Bright Travel Collection. Da haben wir einmal dieses mega gehypte Parfum ja quasi drin und dann die Bomdia Bright Cream. Die ist mit AHA und Vitamin C. Also es ist halt auch wirklich eine Creme, die man abends verwenden sollte. Und dann noch das Duschgel. Und ja, das riecht ja unheimlich gut. Und ich habe mir gedacht, so ein bisschen Self-Care, ein bisschen Self-Love an euch zu verschenken, ist doch eine schöne Sache. Also alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung von diesem Set teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich habe das andere von Sol de Janeiro, das Orangen oder Gelbe, auch aktuell in Anwendung und finde auch den Duft richtig schön. Und es ist schon den Hype ein Stück weit wert. Ne? Es ist ein Perfumist, ja. Genau. Ja, und dann hast du noch dieses Täschchen mit dabei. Es ist schon süß, ne? Genau, auch von Look Fantastic habe ich mir diesen Blush von Anastasia Beverly Hills geholt, in diesem Pure Hollywood. Ich fand den gut, war aber erstmal überrascht über die Konsistenz. Es kommt halt sehr mousig raus und wenn man den halt aufträgt, blendet er sich relativ schnell weg. Also man muss ihn schon ein bisschen mehr aufbauen und ich bin ja wirklich blass. Ne? Es ist ja nicht so, als würde man bei mir Blush nicht sehen. Und bei dem war es halt wirklich gar nicht mal so leicht. Aber als ich den aufgebaut habe, sah der nachher richtig schön aus und er war auch haltbar. Das muss ich auch wirklich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen ne, ist es eigentlich hier als Lip Velvet beschrieben, dass du es halt auf die Lippen machen sollst oder kannst. Es ist aber für mich halt auch wirklich als Blush richtig gut. Dann habe ich etwas, das braucht man nicht, nein, das braucht man nicht, von Dolce & Gabbana, aber ich habe es mir halt mitbestellt, Creamy Cheek and Lip Color in der Farbe 60 Starlight, ist eigentlich als Blush gelistet, aber durch die Farbe Starlight ist es halt ein Highlighter und ich glaube, deswegen war der halt auch so, oder ist der so stark im Sale, weil, wenn du halt so nach Produkten suchst und nach Highlightern suchst, findest du nicht dieses Produkt. Und ja, super viel Verpackung, super wenig Produkt, ist klar. Aber wie gesagt, ich habe den halt günstig ergattert und das ist halt so ein Schätzchen, finde ich. Ne? Dass man halt das ein oder andere in der Sammlung hat, wo man dann, wenn man es in die Hand nimmt, denkt so, oh mein Gott, ich bin, keine Ahnung, ne? Draußen steht mein Privatjet und ich fliege damit gleich um die Welt, aber nee. Ich wünschte, es wäre so. Dann hätte ich nicht solche Finger, weil ich renoviere oder sonst irgendwas mache. Nun, ein Produkt, was ich mega finde, wirklich mega geil, ist von Shiseido dieses Puder. Das ist das Shiseido Synchro Skin Invisible Silk Loose Powder in Radiant Eclat. Und Leute von heute, das ist der Hammer. Also das hat mir so, so gut gefallen, als ich das aufgetragen habe und so. Und das hat hier so ein ganz feines Netz mit drin. Hier drüber ist noch so eine Plastikgeschichte, die ich auch immer wieder drauf mache, damit mir das Puder, wenn ich es lager, halt nicht rausfällt. Weil ich lager meine Puder halt so. Ne? Und dann fallen die halt gerne mal raus, die Losen. Und ja, richtig, richtig, richtig toll. Ein ganz tolles Finish. Und das ist auch wirklich translucent. Also du hast da keinen Weißschleier. Und super angenehm, man hat den Blush noch durchgesehen und auch alles, ne, so, oh, ich, richtig, richtig schönes Puder. Mag ich. So viel zu Look Fantastic. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu etwas, was ihr schon glitzern und blinken seht, denn ich trage ein bisschen Schmuck von Meinpunkt und ja, habe auch dieses Jahr wieder einen Code für euch, der aber permanent gilt und zwar ist das Claudi30. Damit könnt ihr immer 30% auf alles sparen.
Mega cool. Der ist affiliated, das heißt, dadurch verdiene ich auch eine kleine Provision. Und sollte es zu dem Zeitpunkt, wo ihr bestellen möchtet, auf der Homepage einen höheren Code geben, keine Ahnung, manchmal ist es 35% auf Rose Gold Schmuck oder sowas, ne? Dann könnt ihr zusätzlich noch mit Claudi223 dann die Versandkosten sparen. Bei Claudi30 wäre das inkludiert, dass ihr quasi 30% und Versandkosten frei bekommt. Aber wenn es dann da gerade einen höheren Code gibt, dann könnt ihr Claudi223 nehmen, um da die Versandkosten weltweit zu sparen, was ich sehr cool finde. Auf jeden Fall trage ich zum Beispiel die Ohrringe gerade. Das sind so kleine Kreolen. Und ich hatte erst ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, ja, meine Haut ist ein Traum. Weil die haben einen etwas breiteren Steg. Das ist nicht super schmal. Und das sind halt auch welche, die komplett schließen, ne? Aber ich finde die sehr schön. Ich finde die auch sehr... wie soll ich das sagen? Die kannst du zu allem kombinieren. Die sind nicht super auffällig. Und ja, ich habe immer rote Ohren, wenn ich aufgeregt bin. Und das ist ja auch manchmal ein bisschen wärmer. Wobei jetzt gerade nicht so ganz. Auf jeden Fall. Sind das halt welche, die kannst du schick kombinieren. Die kannst du aber auch einfach so im Alltag tragen. Und mein Punkt hat echt Schmuck. Das heißt, das Ganze ist jetzt dann auch kein Modeschmuck. Nicht super günstig, aber halt auch qualitativ viel, viel hochwertiger. Und ja, ich finde es klasse. Ich finde einfach, das kleidet mich auch immer sehr schön und bin sehr dankbar, dass ich da mit meinen Punkt die Kooperation auch 2024 fortführen kann. Und dann habe ich hier ein bisschen andere Sachen noch drüber gelayert, aber hier eine ganz, ganz schöne lange Kette. Und die finde ich auch ganz besonders, weil du hast hier so Glitzersteinchen dran und die machen das Ganze halt nochmal ein bisschen edler, ne? Julius war eben auch total fasziniert von dieser Kette und hat sie auch in die Hände genommen und damit rumgespielt. Dann habe ich ihm auch vorsichtig damit beigebracht, dass er mir die nicht runterreißt, sondern vorsichtig. Und dann hat er auch immer so mit seinem Daumen, ne, weil ich ihm das auch so vorgemacht habe, ist er dann auch so durchgegangen und hat sich die Steinchen angeguckt, weil die funkeln. Die sind von beiden Seiten auch, ne? Und richtig, richtig schön. Teilweise ein Stein, teilweise zwei Steine, immer so im Wechsel. Und ich finde die einfach hübsch zum Layern. Jetzt einfach so im Winter über einem Kleid oder auch im Sommer, wenn ich dann etwas, so tiefe Ausschnitte habe ich nicht, aber wenn ich dann einfach auch nur einen Top oder so anhabe, ist das, glaube ich, auch ganz schön. Und ja, deswegen, also Claudi30 gibt euch 30% Rabatt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist immer super zum Verschenken oder wenn man sich selber ein kleines, großes Geschenk machen möchte, ne? Schaut gerne vorbei, alles in der Infobox verlinkt. Auch wie die, ne, also die Links zu den Produkten selber. Dann habe ich bei Notino, nein, oh, ich habe etwas übersprungen. Ich bin alphabetisch aus dem Rahmen geraten, Leute. Kiko habe ich nämlich auch noch was bestellt. Tja, das kommt dann jetzt dran. Die haben nämlich einen Sale gehabt, haben die immer mal wieder, ich weiß. Sobald eine neue Kollektion gedroppt wird, machen die dann meistens, dass dann die anderen Kollektionen reduziert werden und so. Und da musste ich halt ein bisschen zuschlagen und ich habe mal wieder Bock auf einen Fullface Kiko gehabt, weil Kiko ist eigentlich toll und ach, wir gucken mal. Kiko habe ich hier nämlich. Holiday Premiere Hydra Face Primer. Das ist halt wunderschön und ich hoffe, dass das Produkt auch schön ist. Mal gucken. Also das hat eine sehr, sehr lange Inhaltsstoffliste. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber das ist halt so ein Pöttchen. Also so ein... Das ist aus Glas, ne? Das muss man sich halt mal reinziehen. Und Kiko ist preislich auch so ein bisschen wie damals BH Cosmetics oder, keine Ahnung, womit kann man das vergleichen, mit NYX auch ein bisschen, ne? Und die sind halt schon was Besonderes, finde ich. Weil ich finde jetzt bei mir vor Ort nicht irgendwo in der Drogerie oder so. Ich kann das nur online bestellen. Ich habe auch keinen Kiko-Store. Ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr wirklich Kiko-Stores. Und die haben immer so schöne Limited Editions. Und ja, diese Holiday-Premiere-Geschichte hat ja auch zum Beispiel den Adventskalender mit drin. Und das ist mal sehr interessant, weil das habe ich nicht erwartet. Das sieht ja verrückt aus. Oh, das riecht extrem nach Pfirsich. Extrem. Das könnte fast schon ein Shampoo sein. Aber gut, ja. Das muss dann auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Das mache ich dann mit euch zusammen. Da mache ich, wie gesagt, ein Fullface Kiko. Ja. Kann ich die Umverpackung... Na, die werde ich erstmal aufbewahren. Man weiß ja nie. Manchmal mag ich ja die Umverpackung dann auch lieber als die Innenverpackung. Ja, aus der Holiday Collection habe ich noch ein paar andere Sachen bestellt. Da kann ich jetzt auch, glaube ich, kollektionstechnisch durchgehen. Das Setting Face Powder war auch sehr hübsch aufgemacht. 10 Gramm sind hier drin, was jetzt ja auch gar nicht mal so wenig ist. Hier hast du auch so ein Pinselchen noch mit drin, was ich ganz nett finde. Und ansonsten kann man das halt so durch die Gegend schmeißen und hat dann hier einfach so ein loses Puder und ja,
10 Gramm ist wirklich meine Hausnummer, ne? Also genau, das wird dann auch wahrscheinlich mit einem Netz oder so sein. Ja, das ist mit Netz, das ist noch mit Klebi verschlossen, das muss ich dann aufmachen. Und das werden wir mal zusammen verwenden. Mhm. Vielleicht habt ihr das Video auch schon gesehen. Also sofern Videos hierzu schon online sind, sind die natürlich dann auch immer wieder im E-Verlink gewesen. Und hier habe ich auch so einen schönen Kabuki mit in dem Set. Das wusste ich gar nicht, dass es da auch mit drin enthalten ist. Finde ich nett, ne? Sehr, sehr schön. Also damit kann man sicherlich sehr schön auch Puder auftragen. Und vor allem dadurch, dass der hier so eine abgeschrägte Ecke hat, kann man damit auch schön unter den Augen setzen. Das ist ja nett. Schön. So. Bei Kiko ist es so, ihr müsst überhaupt kein FOMO haben, Fear of Missing Out, dass die Produkte irgendwie super schnell ausverkauft sind oder so, weil die haben immer eine sehr hohe Stückzahl von den Limited Edition Produkten, sodass man da halt auch gegebenenfalls im Sale noch drankommt. Dann habe ich hier die Golden Eye Patches. Da war ich sehr gespannt drauf, weil ich das einfach cool finde. Ich beschwere mich immer wieder, auch bei Dalton, wenn die halt ihre Augenpads, die ich großartig finde, immer in diesen Einzelsachets rausbringen. Macht das so. 60 Stück in einem Pöttchen 1A. Ist eine Aufbewahrung etwas platzsparender und auch in der Müllentsorgung, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass hier 60 Stück drin waren. Oder wie viel sind hier drin? Was sagst du denn? Nix sagst du. 45 Gramm. Ja gut, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter, Schätzelein. Muss ich irgendwie nochmal evaluieren. Auf jeden Fall haben wir die hier drin enthalten und ich meine auch gelesen zu haben, dass hier dann halt für 30 Anwendungen, also 60 Stück drin sind. Ne? Und da ich die eh jeden Morgen, mache ich mir Eyepatches oder so drauf, verwende, macht es für mich halt nur Sinn, das eben genauso zu kaufen. Und da wollte ich dann die von Kiko mal ausprobieren, weil ich liebe die Koffeinpatches von denen. Die sind richtig gut. Die haben halt echt eine Wirkung. Das wäre jetzt relativ neu, aber auch aus der Holiday Premiere Reihe Iconic Masterpiece Blush. Richtig schön. 8 Gramm sind hier drin. Und das hier ist auch schon direkt die Verpackung. Ich habe die Farbe 02 Triumphant Mauve. Sarah Isabel weint ein bisschen, weil sie hasst Mauve. Genau, so schaut das aus. Und das ist mal eine etwas andere Verpackung, ne? Ich kann das ja mal swatchen. Ist schon relativ dunkel. Aber ich mag das, dass es einfach so anders aussieht. Und das ist auch total weich jetzt auf dem Finger. Also eine riesige Verpackung, die super schwer aufzubewahren sein wird. Das sehe ich jetzt schon. Aber guckt euch mal die Farbe an, ne? Dann swatchen wir das hier mal. Sehr intensiv, aber matt. Ich habe sehr viele Glowy Blushes von Kiko, was mich dann auch immer mal wieder getriggert hat. Weil ich das nicht immer mag. Aber das ist schön. Mal gucken, wie das auf dem Gesicht ist. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie fleckig wird oder so. Mal schauen. So, dann gab es noch die Kollektion Crazy 90s. Da habe ich mir einmal den Face and Body Highlighter bestellt. Ich glaube, ich habe mir auch hier ein Full Face bestellt. Das ist doch mal super. Freut euch auf ein Full Face Kiko. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist halt voll mein Vibe, weil ich ja 89 geboren wurde. Und das hier ist eine CD in einer Hülle. Wem das nicht sagt, der ist noch ein bisschen jung, wa? Welche Farbe habe ich? Scheinbar eine relativ dunkle. Oder steht hier gar nichts drauf? Gab es gar keine unterschiedlichen Farben? Sonst steht das nämlich immer, Full Star scheint dann wohl die Farbbezeichnung zu sein. Sieht nämlich sehr, sehr dunkel aus. Sehr, sehr, sehr dunkel. Sehr peachig quasi, ne? Da muss ich mal gucken. Ja. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Man sieht es ja auch jetzt schon auf der Hand, ne? Schade. Schade, schade, schade. Aber ich meine, ich habe noch andere Kiko-Highlighter. Das ist alles kein Problem. Aber das ist jetzt natürlich blöd, dass der so dunkel ist. Ich kann den ja auch mal im Gesicht dann ausprobieren, in dem Fullface mit euch zusammen. Und dann sehen wir auch, wie der sich so macht. Der ist halt richtig schön noch so eingepackt, ne? Alles total hübsch und so. Ja, das gucken wir uns an. Dann habe ich auch aus der gleichen Reihe mir die Incredible Duo Stick Concealer Geschichte geholt. Das ist dieser hier. Und auch da hoffe ich natürlich, dass ich die richtige Farbe gewählt habe. 01 Light Rose ist eigentlich so die hellste Farbe, die man sich wählen kann. Und das ist ein Stick Concealer. Da hast du hinten auch noch irgendwie so ein Puffelding dran. Das scheint echt so ein Move zu sein, ne? Hier Physicians Formula und dann auch noch bei Kiko. Und ja, das ist eine gute Farbe. Ich glaube, das passt mir. Das ist gut, das gefällt mir. Da werden wir Freunde. Und ich habe noch mehr aus der Holiday Premiere Reihe. Hier sehe ich gerade. Da habe ich einmal den Hydra Lip Stylo. Mhm, genau, der war richtig cool. Voluptuous Brown 01 ist die Farbbezeichnung. Ich meine, dass wir hier auch einen richtig krassen Bullet mit drin hatten. Müssen wir mal zusammen eben gucken.
Genau, du drückst oben, das Kunden kommt unten raus. Nee, das ist er jetzt noch nicht, der kommt dann gleich wahrscheinlich. Und ja, das ist halt ein schöner Braunton, ne? Ganz klassisch, schön nudig, mag ich gerne leiden. Kann man machen, genau. Und, hoch, habe ich da jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nee. Ah, das ist aber ein bisschen wackeliger, als die High-End-Firmen das halt quasi so herstellen. Und dann habe ich hier noch die Volume & Curl Mascara. 9 Milliliter ist mal wirklich eine Ansage. Kiko Mascaras haben mich bislang noch nicht so umgehauen. Aber ich hoffe ja immer, dass sie das dann irgendwann doch schaffen. Die Verpackung ist wunderschön. Wunderschön. Wir haben hier halt dieses Kissen-Design, ne? Das ist schon hübsch. Dann schauen wir mal das Bürstchen an. Ja. Riecht nach Mascara und die ist halt wirklich auch so gebogen, aber auch gleichzeitig gedreht. Und ich mag ja fancy Bürstchen, weil die bei mir immer ganz gut funktionieren eigentlich. In der Regel nicht meine Lampe fokussieren, vielen Dank. Und ja, ich muss mit meiner Kamera echt noch ein bisschen warm werden. Die versucht immer irgendwas hier hinten zu fokussieren. soll sie nicht. Okay, ja, so viel dazu. Dann habe ich mir noch aus der Little Mermaid Collection die Eyeshadow-Palette bestellt. Die war ja so sagt teuer und jetzt war die halt reduziert. Und da habe ich mir gedacht, na gut, da bin ich. Dann nehme ich dich doch mal mit. Mermaid's World. Und auch die ist natürlich von ihrer Art und Weise ein Stück weit von einer höherpreisigen Marke inspiriert. Da hat Kiko ja auch schon andere von rausgebracht. Und das machen die jetzt öfters mal in Limited Editions. Das hier ist jetzt hier die Farbkonstellation, ein matter Ton, 3 Schimmertöne. Ja, werde ich dann wahrscheinlich auch mit einem Bronzer kombinieren, ne? Weil das ansonsten, also ein dunkler Ton, das ist schwierig. Aber auch das hier so zum Beispiel an den unteren Wimpernkranz kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, mal gucken, wie ich damit dann auch einen Look kreieren werde. Es hat auf jeden Fall eine interessante Farbkonstellation, aber es passt schon zum Film. Also das muss ich sagen, haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Vielleicht hätte ich mir da gewünscht, dass sie eine große rausbringen, aber die wäre dann wahrscheinlich fast schon unbezahlbar geworden. Hier habe ich auch aus der Little Mermaid Collection den Waterproof Eyemarker mir gekauft und den habe ich, ich glaube, einfach in schwarz, oder? Ist schon so lange her, dass ich bestellt habe und dass diese Heulsachen hier oben stehen, das habe ich schon fast vergessen teilweise. Ja, das ist einfach so ein Riesen-Oschi und ja, Kiko Unlimited Editions, Leute, ne, das knallt ja wie sonst was. Das ist echt Wahnsinn. Also das sind noch halt welche aus dem letzten Jahr eigentlich. Aber ja, sind jetzt halt günstiger gewesen. Da konnte man zuschlagen. Und dann habe ich noch einen Waterproof Lip Liner auch aus der Mermaid Collection in der Farbnuance 01 Just One Kiss. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Habt ihr den schon gesehen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Der könnte jetzt auch wirklich zu dem Lippy passen. Ist nur ein bisschen heller. Hat schon fast was Ocker-Orangiges, was aber die Zähne meist dann auch ein bisschen weißer aussehen lässt, wisst ihr? Das finde ich eigentlich auch immer ganz charmant, genau. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Produkte nicht dieses Design haben, sondern nur, dass da ein bisschen Little Mermaid draufsteht. Das hätte ich richtig cool gefunden, weil wer bewahrt denn alle Umverpackungen auf? Naja, dann habe ich hier aus der Beauty Raw Limited Edition den Eyebrow Pencil mir bestellt in 01. Da hoffe ich ja auch, wenn da keine Farbbezeichnungen beistehen, dass es dann auch blond ist. Weiß man manchmal nicht so genau. So schaut der aus. Das könnte auf jeden Fall was werden, ne? Hat auch einen Spoolie hinten dran. Das finde ich auf jeden Fall gut. Genau. Also die haben, ich glaube, sehr wenige Sachen im generellen Standardsortiment. Das meiste findest du wirklich in den Limited Editions. Ich habe aber noch 3 Produkte aus dem Hupsala Standardsortiment bestellt, um dann halt das Fullface zu komplettieren. Ja, noch eine Mascara. 30 Days Extension Daily Treatment Mascara. Das fand ich super interessant, denn ich mag es einfach gerne, wenn du, so sieht das Originalverpackungsdesign von Kiko aus, einfach schlicht schwarz, ne? Einfach, wenn du dir Mascara aufträgst, die gleichzeitig auch noch die Wimpern pflegt, das ist dann halt immer die Frage, meistens mit Ölen, inwiefern das dann auch überhaupt Schwung und sowas macht, aber ja, du riechst hier auch schon ein bisschen raus, dass da so entweder Arganöl oder Rizinusöl oder sowas mit bei sein wird, ne? Aber das finde ich gut, denn diese Öle schützen vor Haarbruch. Ich verwende ja das Grande Lash zum Wachstumsfördern und sowas halt, damit die langen Wimpern dann nicht einfach so abbrechen. Und vielleicht werden wir Freunde und ich kann die halt als Kombi-Mascara verwenden. Dann habe ich mir auch noch 2 Foundations von Kiko bestellt, weil ich dachte, das könnte uns alle interessieren. Einmal die Insta Moisture Glow Foundation, haben beide 30 Milliliter. Ich habe die Farbe 2R mir ausgesucht. Ja, weiß ich nicht, ob die hell genug ist und
meinem kühlen Hautunterton entspricht, weil so sieht es dann doch noch relativ gelb aus. Müssen wir mal ausprobieren, ne? Wir kriegen das alle schon voneinander. Und ich freue mich auf das Fullface, bin ich ganz ehrlich, weil ich auch schon lange nicht mehr diese ganzen Fullface-Reihen gemacht habe. Gut, ich bin letztes Jahr auch angefangen und so, ne? Aber ich freue mich da echt drauf. Und dann habe ich noch die Unlimited Foundation Longwear and Comfort 1R ist da die Farbe, die ich mir bestellt habe. Genau, also zwei verschiedene Foundations fand ich halt schon irgendwo sinnvoll. Die ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen heller und ich glaube, das ist meine Farbe. Beide auch in so einem Glasflakon, sehr, sehr charmant. Das finde ich gut, ne? Das mag ich auf jeden Fall, beide 30ml. Mal schauen, wie die beiden auch so vom Finish her sind und den Rest ergänze ich halt mit dem, was ich auch in meiner Sammlung schon drin habe von Kiko, ist klar. Ja, dann, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, habe ich bei Notino mir Mystery-Boxen, beziehungsweise es waren ja keine wirklichen Mystery-Boxen, Probenboxen bestellt. Und dann habe ich aber noch ein bisschen mehr dazu bestellt, weil ich das einfach interessant fand. Einmal dieses Skincare Brush Set with Stand Spa Collection. Star Wars The Mandalorian, The Child habe ich mir so eine kleine Geschichte gegönnt. Die war auch reduziert und da gibt es so, ja, Lippenpflege. Braucht man das? Nein, finde ich das großartig? Ja, sowas gab es nämlich auch bei Colourpop zum Beispiel aus der Alice in Wonderland Reihe und das fand ich so toll. Und entweder nehme ich das wirklich für mich oder ich nehme es zum Verschenken, weil ich weiß ganz genau, wen ich damit sehr, sehr glücklich machen könnte. Finde ich unheimlich süß. Du hast einmal, ich glaube, ist das ein Todesstern? In Mini? Ich glaube schon. Und halt Grogu hier mit drin. Na, voll süß, von Mad Beauty ist das. Das wollte ich für meinen Freund haben. Ich glaube, das ist geil. Und zwar, der hat damals, oder mein Freund guckt, oder hat mir Peaky Blinders empfohlen. Das ist eine Serie, die er super gut fand und sagt, Claudi, das musst du unbedingt gucken. Habe ich jetzt angefangen, bin bei Staffel 5 und habe jedes Mal Schiss, dass es noch mehr bergab geht. Aber es ist eine großartige Serie. Und Shelby Company Limited hat hier das Toiletries Gift Set herausgebracht. Und da habe ich mir gedacht, das schenke ich ihm. So als Dankeschön für die Empfehlung vielleicht. Man weiß es nicht. Das ist halt ein Face Wash und ein Shave Gel. Könnte doch was sein, ne? Ich finde es cool. Ich glaube, das war reduziert. Aber ich glaube, ich mache ihn damit glücklich. Und wenn es nur ein Lächeln ist, dann hat es auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Und als letztes habe ich ein bisschen was bei Purish bestellt selber. Die haben Neuheiten rausgebracht. Einmal habe ich hier die Siren Song Palette. Das ist diese hier, die von Linda Horberg rausgebracht wurde. LH Cosmetics. Und die sieht richtig gut aus. Oh mein Gott. Ja, die möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen ausprobieren. Sieht unheimlich gut aus. Und ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, so, muss man so viel Geld für sowas ausgeben? Wir haben doch jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Catrice Sortiments-Update auch diese Duochromes günstiger zu bekommen. Ja, tatsächlich, um halt auch diesen Einstieg in diese Duochrome-Thematik zu bekommen. Aber hier merkst du einfach einen qualitativen Unterschied. Definitiv. Da, ja, ne, verwette ich meinen kleinen süßen Hintern drauf, dass man da einen Unterschied merken wird. Und das ist schon eine andere Qualität. Aber um einfach zu gucken, ob einem das generell gefällt, von diesem Kravemmen in your face quasi, wäre das manchmal gar nicht verkehrt, wenn man sich erstmal von Catrice oder so halt solche günstigeren Geschichten erstmal anschaut. Das auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch zwei Crayons mir bestellt. Einmal in Risha. Das ist auch eine ganz coole Farbe. Und diese Crayons kannst du ja in verschiedenen Arten verwenden. Für Augen, Augenbrauen und Gesicht. Ich weiß ja nicht, ob ich die Farbe auch wirklich in Augenbrauen und Gesicht haben möchte. Wobei jetzt ja auch Karneval vor der Tür steht. Da kann das auf jeden Fall was werden. Mal gucken. Wobei da werde ich... Doch, ich gehe als Paradiesvogel. Mal schauen. Ja, ist auf jeden Fall eine umwerfende Farbe. Ein wunderschönes Schimmer-Petroltönchen. Liebe ich. Also finde ich wunderschön. Ja, das ist richtig hübsch. Oh, guck dir das mal an. Ne? Das mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne leiden. Und dann habe ich mir auch noch bestellt von LH Cosmetics in der Farbnuance Zenaya. Das ist eher so ein Matter. Und ich habe mir halt gedacht, ich kann die beiden auch wirklich schön in Kombination mit der Siren Song Palette verwenden. Und ich glaube auch, dass die in dem Zuge mit rausgekommen sind damals. Damals ist gut. Jetzt wusste man gerade, ne? Das ist so ein schöner Moosgrünton, der aber nicht zu dunkel ist. Auch sehr, sehr hübsch, ne? Aber der ist halt matt. Es gibt ja die schimmernden und es gibt die matten. Oh, der ist doch nicht matt. Der hat auch ein bisschen Schimmer mit drin. Ach, krass. Hä? Okay, ich hätte gedacht, der wäre matt. Ist er nicht. Guck, dafür bin ich da, ne? Um euch zu zeigen, wie die Töne so sind. Der hat einen leichten Schimmer mit drin, aber jetzt nicht mega krass. Ach, krass.
Cool. Und die Crayons von LH Cosmetics sind halt total krass. Die sind mega haltbar und deswegen mag ich die auch, ne? Ansonsten bin ich ja nicht so ein Ultra-Fan von diesen Eyelinern. Aber die von LH Cosmetics sind hammermäßig. Die sind echt krass. Und ja, kann ich einfach immer wieder empfehlen. Und die haben halt diese coolen Farben. Die kannst du am Anfang noch ein bisschen verblenden, ein bisschen ausmatschen. Aber mit der Zeit ziehen die an und dann sind die halt da und bleiben auch da. Meine Güte. Hab ich euch viel gezeigt? Hab ich mir den Mund fusselig geredet? Ich hoffe, ihr habt euch irgendwie zwischendurch was gegessen oder getrunken. Ich habe euch am Anfang darüber informiert, dass es sinnvoll wäre, ne? Nun, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, ne, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.